Hallo ihr Lieben, ich bin Nina von Loco's Welt. Wir bringen uns langsam in Weihnachtsstimmung und heute werde ich einen Adventskalender für Loco basteln. Wir basteln heute für Loco einen Adventskalender. Oh mein Gott, Schatz, was hast du da alles gekauft? Alles, was er liebt und auch Sachen, die er noch nicht hatte. Oh mein Gott, bekomme ich auch so einen Adventskalender? Ja. Aber ich hoffe, mit Dingen, die nur für mich gut sind. Ja, klar. Mit anderen Dingen, aber du bekommst auch etwas. Oh, danke, Schatz. Als ich mir dieses Spielzeug rausgesucht habe, bin ich einfach davon ausgegangen, dass er Beine hat, weil es für mich ein Nussknacker ist. Aber er hat keine Beine und ich weiß absolut nicht, warum. So, ihr Lieben, ich mache mich jetzt ans Einpacken, habe extra Bodenband dafür gekauft und kein Tesafilm, dass Loco das wirklich alles selber auspacken kann. Was sollte das werden? Ich habe es mir anders vorgestellt, warte. Es wird nichts. Einmal möchte ich cool sein. Mann, das wurde bestens gerollt. Was machst du da? Ich versuche das jetzt souverän zu lösen. Leute, jetzt mal ganz ehrlich, kennt ihr jemanden, der so viel Spaß beim Geschenke einpacken hat wie Nina? Schreibt's bitte in die Kommentare. Ich kann's ja auch einfach nicht. Wenn du dich mal an deine Weihnachtsgeschenke von den letzten Jahren dran erinnerst. Hey. Das sah aus, als hätte eine Achtjährige eingepackt. Seit Tagen überlege ich, wie ich das am besten mache und ich hoffe jetzt einfach wirklich, dass es so klappt, wie ich mir das vorstelle. Weil wenn nicht, dann gibt es einfach keinen Plan B. Ich habe ganz schön dickes und stabiles Geschenkpapier gekauft. Stabiles Geschenkpapier? Ja, zu stabil. Dein Bruder ist auch immer stabil. Ja? Dein Bruder sagt auch immer stabil. Aber wie bei Tesafilm, finde den Anfang. Ha. Du machst das richtig süß. Das ist ja für mein Baby. Heute mal kein Video mit übertriebenen Schnitt. Also ich werde schon Schnitte setzen, aber... Was ist das? Anders. Heute ohne auf deine Hände gefilmt. Oder willst du euch die auf die Hände filmen? Nein, die sind kaputt. Du solltest vielleicht dazu sagen, warum deine Hände kaputt sind. Dieser Moment. Ich habe eine sehr empfindliche Haut und da das bei uns jetzt schon relativ kalt ist, gehen die einfach kaputt und ich kann kriegen, wie ich will. Dieser Moment, wenn man einfach noch eine dritte Hand braucht oder einfach mehr Finger. Schade, dass ich keinen Assistenten habe. Ich muss filmen, es tut mir leid. Schleife drauf. Und Leute, ich kann euch auch genau sagen, wie wir filmen. Die Kamera, die Hauptkamera steht auf dem Stativ und die andere Kamera, die halte ich in der Hand und filme von der anderen Seite. Oh, das sieht doch blöd aus. Ja, das ist für einen Hund. Das ist für mein Baby. Ja, aber der wird jetzt nicht sagen, boah, was hast du mir da eingepackt? Das kannst du von mir erwarten, aber nicht vom Hund. Der wird das wahrscheinlich eher 10 Sekunden. Yay, 1 von 24. Du bist ja richtig in deinem Element. Ich bringe mich gerade Weihnachtsstimmung. Ich hatte die ganze Zeit keine. Und gerade eben, als ich alles vorbereitet habe, habe ich einfach eine Weihnachtsplaylist laufen lassen. Und ich glaube, ich bin voll drin. Oh mein Gott. Ich habe auch noch Zuckerstangen. Du bist eine Zuckerstange. Oh, danke. Aber ich habe tatsächlich noch kein Weihnachtsgeschenkpapier bekommen. Ich habe alles durchgesucht. Ich habe alle Rollen rausgezogen. Kein Weihnachtsgeschenkpapier. Nichts. Ich habe noch was mit Zootieren gefunden. Loco ist ein Zootier. Ich glaube, ich habe einen Lauf Nummer 2. Wann kommt das Video raus? Am Montag gegen 15 Uhr. Aber warum sagst du das? Die Leute gucken es doch jetzt schon. Ist ja ein toller Produzent. Ist nicht so klug, wie du manchmal tust, ne? Ich bin froh, dass mein Plan aufgeht. Oh, verdammt. Knick in der Optik. Ach, verdammt. Soll den Tag nie vor dem Abend lösen. Leute, sagt mir bitte, dass ich nicht die Einzige bin, die einen Adventskalender für ihren Hund bastelt. Letztes Jahr haben wir einen für Loco bestellt und das Jahr davor auch. Und das war auch ganz süß, aber es waren halt immer die gleichen Leckerlis. Deswegen dachte ich, wenn ich Tom einen mache, dann kriegt Loco auch einen. Laden wir den eigentlich dieses Jahr wieder auf TikTok hoch? Jeden Tag ein Türchen? Ja. Auf jeden Fall, von euch beiden. Oh, danke. Du machst dein Türchen auf und Loco macht sein Türchen auf.
Oh cool, ja. Achso, und falls ihr euch fragt, was ich für einen bekomme, ich musste mir meinen selber holen. Ich habe einen Milka. Aber der ist gut. Man muss dazu sagen, Leute, Nina mag eigentlich Adventskalender gar nicht so sehr. Sei ehrlich, du hast schon so viele Adventskalender von mir gehabt, die hast du gar nicht wertgeschätzt, Alter. Dann 5-6 Tage ist die Tür einfach gar nicht aufgegangen. Ich erinnere mich an den einen Adventskalender. Nein, ich mag das gerne, anderen eine Freude zu machen und natürlich am liebsten euch beiden. Hör auf, du bist ziemlich süß. Ich kann damit nicht um, wenn du vor der Kamera süß bist. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Letztes Jahr habe ich Tom einen Adventskalender gemacht, komplett mit Süßigkeiten aus den 90ern. Und dieses Jahr bekommt er einen komplett gemischten. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Mit Spielzeug, was Süßem, natürlich eine Menge Schokolade. Geil. Ist das für ein Geschenkpapier? Das gibt es nicht. Loco, bist du auch froh? Was ist los? Das Ding bei mir ist, ich liebe es, Leuten Geschenke zu machen. Aber ich kann einfach keine Geschenke einpacken. Bist wohl nicht so klug. Nee, bin wohl nicht so kreativ. Und wir brauchen eine neue Schere. Schatz, ich habe noch ein Problem. Was für ein Problem hast du? Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wie ich das auffänge. Oh, weil ich glaube, es wird einfach ein bisschen zu schwer sein. Vielleicht machen wir einfach eine Kiste und du ziehst ja dann jeden Tag die Zahl raus. Ja, ich glaube, das ist so. So wird das bei dir auch laufen, weil deine einfach sonst viel zu groß wird. Oh, ehrlich? Ja, ehrlich. Oh, danke. Letztes Jahr war das ja alles relativ klein und dann habe ich einfach so einen Adventskalender zum Befüllen geholt. Mit so kleinen Tütchen und kleinen Klammern. Aber das geht dieses Jahr nicht. Dafür sind die Sachen teilweise zu groß bei dir. Was hast du da eigentlich an deinen Armen, Alter? Das sieht ja aus, als würde ich dich schlagen, Alter. Sind wir hier bei Kuchen-TV zu Hause? Nein, das war Loco. Junge! Beim Spielen. Zeig mal deinen Arm. Kuchen-TV, warst du hier? Braucht das auch gar nicht so stramm zuzumachen, weil er das sowieso auseinanderpflücken wird. Deswegen reicht es eigentlich so, dass das ein bisschen zu bleibt, dass er ein bisschen Spaß beim Auspacken hat. Aber wir haben noch keinen Adventskranz. Ja, warum hast du keinen Adventskranz? Die haben mir nicht so gut gefallen. Hättest du ja einen basteln können, hätten wir ein Video zu machen können. Dafür ist es jetzt zu spät. Abgeschnürt. Scheiße. Richtig abgeschnürt. Nicht schön, aber selten. Jetzt zerfetzt es ihr in einer unter einer Minute. Ja, du machst dir da viel zu viel Arbeit. Ich meine, es ist ja echt schön. Das, nein, das du machst das ja, du machst das ja mit Liebe. Das ist ja alles schön und gut. Das merkt man ja. Aber, Schatz, den juckt das nicht. Ja, soll ich das einfach nehmen oder überall eine Zahl draufkleben? Nein, das ist kein Adventskalender. Das ist schon richtig, aber Schatz, den interessiert das nicht, ob es eingepackt ist. Natürlich, er freut sich, weil er es aufmachen kann. Interessiert dich das dann, ob es eingepackt ist? Ja. Vielleicht einfach eine Kiste mit ja, bin ich ein Hund? Dingen geben. Bin ich ein Hund? Manchmal genauso süß. Redet die sich raus? Nicht ganz so bad. Du machst in deinem eigenen Video Bodyshaming. Wenn ich sag nicht so behaart. Boah, bist du schlecht. Ja, und das ist Bodyshaming. Du blamest mich dafür, dass ich keine Haare auf dem Kopf habe. Du blamest mich dafür, dass ich Haarausfall habe. Was sagst du zu deiner Verteidigung? Willst du deinen Adventskalender oder nicht? Ach! Sei lieb! Ich muss jetzt lieb sein? Ja. Warte. Ich muss jetzt lieb sein. Du schämst mich hier und blamest mich hier. Schatz, wir sind in 2021. Ich könnte dich dafür anzeigen. Mach doch. Nein, dafür bist du viel zu süß. Und wenn du die Anzeige machst, vergiss nicht das. Ach komm, lass mir meine Ruhe. Oh, mal gut, dass ich zwei Rollen gekauft habe. Ja, mal gut. Ist ja ziemlich sparsam mit dem Zeug. Das interessiert mich gar nicht, was du sagst. Ich möchte das für ihn machen, also mache ich das und ich zieh's durch. So. Meisterin beim Schneiden. Hast du Spaß? Ja. Eine Bürste. Das ist auch zum Massagieren. Zum was ist das? Zum Massagieren. Du bist so eine Hohlbratze, Alter. Geil. Freust du dich auf deinen Kalender, mein Schatz? Guck mal, da ist ein kleines. Schatz, wie viele hast du denn jetzt noch? Ich weiß es nicht. Ich muss erst mal gucken. Diese 2, 4, 6, weil ich die schon zugeschnitten habe. Junge, was die sich freut beim Adventskalender zusammenbauen. Tja, soll ich bei dir nicht so viel Freude haben? Noch mehr! Loco, kannst du es noch gut abwarten bis zum 1. Dezember? Bist du dann auch zufrieden mit deinem Kalender? Ich glaube schon. Weil normalerweise darf man da nicht zugucken. Zwei Anfänge. Oh,
oder ein Anfang und ein Ende, aber was ist was? Schatz, du solltest nur einen Adventskalender machen. Du solltest hier nicht alles auf den Kopf stellen. Was ist mit dir? Ach so, weil du gerade eben gesagt hast, dass meiner reicht. Warum reicht dir denn so einer nicht? Ich meine, ich kann dir auch noch einkaufen. Naja, ich bin ein viel beschäftigter Mann. Und viel beschäftigte Männer brauchen einen selbstgebastelten Adventskalender. Naja, wenn die Frau ihren Mann liebt. Ach so. Ich habe einfach 30 Meter Bohnenband. Ich glaube, deine werden auch mit Bohnenband eingepackt. Dann kannst du die auch so aufreißen. Danke. Mein Schatz, wie weit bist du? Endspurt. 5 Stück noch. Dann haben wir es geschafft. Da müssen da noch Zahlen drauf. Und dann kann der 1. Dezember kommen. Also noch nicht ganz, weil deiner ist noch nicht fertig. Ja, und der soll auch fertig sein zum 1. Jetzt extra nicht. Ach, wechsel so. Jetzt ist ihn am 2. Was denn hier? Ey, Schatz. Schatz. Was? Ich schwöre, dass ich meinen Adventskalender zum 1. Dezember bekomme. Ja, natürlich, wann denn sonst? Am 26. Oh! Oh, warum bist du denn so witzig? Naja, ich bin halt charmant lustig. Ja, wie ein Haufen Steine. Schatz, was ist gerade passiert? Schatz, was ist gerade passiert? Ich hab deinen Finger im Bohnenband eingeklemmt. Ich weiß doch nicht, dass du so dicke Finger hast. Notiz an mich. Notiz an mich. Nie wieder werde ich dir helfen, irgendwo meinen Finger draufhalten. Ist witzig, ne? Ja, weil es nicht mein Finger ist. Oh mein Gott, was ist das für ein Adventskalender? Der beste. Loco, schau dir das an. Das ist für deinen Adventskalender. Du wirst richtig froh damit sein. So, jetzt fehlen nur noch die Nummern, natürlich 1 bis 24 drauf. Dafür habe ich einfach so weiße Aufkleber und 3 verschiedene Stifte geholt. Und ja, wir nummerieren. Aber erstmal kleben wir. Und ich muss gleich eben gucken, der 24. und der 6. ist natürlich was Besonderes, dass ich mich da jetzt gleich nicht mit versehe. Ich muss jetzt selber eben gucken, was die 6 und was die 24 ist, weil ich Holzkopf habe das leider nicht extra weggepackt. Ah, okay, das ist die 6. Darum, das ist die 24. Ja. Das kommt jetzt als erstes nicht, dass ich mich damit wieder versehe. Was denn damit passiert? Das hast du gerade in seinen Wassernapf geworfen. Ihh, Lügner. War ich das? Nein, es ist selbst runtergefallen. Ja. Was freust du nicht so? Der wird doch gut, oder nicht? Der wird richtig gut. Ja. Ich glaube, Loco kann sich super gut freuen. Du kriegst den besten Kalender, mein Schatz. Du kannst es gar nicht fassen, ne? Fertig! Yay! Jetzt hole ich einen Karton, dann packen wir alles rein und ziehen ihm dann jeden Tag seine Nummer. Wie liebevoll du einpackst. Ja, freue mich schon, wenn der 1. ist. Du oder der Hund? Beide. Und du hoffentlich auch. Loco, was wird das denn? Du darfst es noch gar nicht sehen. Ih, guck mal, wie er sich freut. Loco, freust du dich? Die Mama packt gut ein, ne? So, ihr Lieben, wir sind fertig mit Loco selbst gebasteltem Adventskalender. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es gerne, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was für Adventskalender eure Vierbeiner haben.